Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian. Heute mal ein anderes Video. Ich bin zwar hier noch in meinem Urlaub, hier am schönen Mattsee. Ihr seht da hinten hier wunderschön den See. Es ist schön herbstlich. Licht ist ja ein bisschen überschaubar, aber vorhanden. Gut, worum geht's heute? Ich möchte euch kurz etwas über eine Telebrennweite erzählen oder über ein Tele-Zoom-Objektiv, was eigentlich irgendwie jeder hat oder haben möchte. Ob es haben muss, ist eine andere Geschichte, aber beginnen wir mal damit. Und zwar geht es um die Brennweite über das Telezoom 70-200. Das ist so eine Brennweite, die ist gerade im Vollformat sehr, sehr beliebt. Der begegnest du sehr häufig. Ich habe sie jetzt auch hier mit. Und es ist irgendwie so ein Sehnsuchtsobjektiv für viele, die fotografieren und sich vielleicht die ein oder andere weitere Linse kaufen wollen. Ich zeige das mal kurz her, damit wir das auch hier haben. Also 70-200 hier an der Sony A7 IV. Das ist die erste Version noch, muss dazu sagen. Es gibt, glaube ich, seit einem Jahr oder ungefähr so eine Version 2, 70-200, 2.8 Mark II, die alles noch ein bisschen besser kann, noch schärfer ist, noch leichter ist, wahrscheinlich der Autofokus noch ein bisschen besser ist. Wie auch immer, ich habe noch die 1er Version hier. Und ja, ich kann das Teil eigentlich uneingeschränkt empfehlen, sowohl die 1er Version als auch die 2er Version. Da habe ich zwar keine persönlichen Erfahrungen damit, aber ich gehe mal davon aus, dass sich Sony da keine Schwächen leistet und die 2er Version um nichts schlechter ist oder schwächer ist als die 1er Version. Ja, was haben wir hier drauf? Die üblichen Schalter, Autofokus, Manuellfokus, Umschalter, hier noch den Fokusbegrenzer, ob es über die ganze Distanz fokussiert werden soll oder eben nur also ab 3 Meter. Also damit man den Fokus ein bisschen schneller macht, den Optical Steady Shot ein oder aus und dann noch Mode 1 und Mode 2 für die horizontalen und vertikalen Bildstabilisierungen, was halt besser ist. Wie ist das jetzt nun mit diesem 70-200 Objektiv? Da gibt es meistens zwei Versionen. Ich glaube, so ziemlich für alle Marken gibt es die, also eben die 70-200 in Blende 2.8 Offenblende oder mit Blende 4 Offenblende. Da gibt es für beides gute Gründe, warum es richtig ist. Ich persönlich habe gern die 2.8, ich mag einfach Lichtstärke. Es ist aber auch gegen das 4.0 nichts einzuwenden, wenn man sehr viel bei Tageslicht fotografiert, Reisefotografie vielleicht macht, ist wahrscheinlich das Offenblende 4 auch eine gute Entscheidung. Warum nicht? Also sollte nicht das Problem sein. Die Sensoren der Kameras werden sowieso immer besser. Man kann die ISOs meistens immer ganz gut draufknallen. Also, ja, also Blende 4 geht natürlich auch, 2.8 macht alles ein bisschen feiner. Natürlich ist das 2.8er schwerer, ist so, größer und schwerer. Braucht man das? Braucht man diese Linse? Ich muss sagen, wenn ich mir ein Equipment zusammenstellen wollen würde, für ein neues Kamerasystem oder so, dann ja. Also ich habe gern diese Holy Trinity, diese heilige Dreifaltigkeit in der Fotografie. Das ist meistens eben ein 70-200 als universelle Telelösung. Dazwischen so ein 24-70, auch meistens 2.8 als Linse für alles. Und darunter meistens ein Weitwinkel-Zoom, 16-35 oder 12-24, also so irgendwas in der Art, auch 2.8 oder so. Das finde ich geil. Das gibt es auch in Blende 4 meistens. Also dieses Setup, diese heilige Dreifaltigkeit. Billiger, kleiner, leichter, günstiger. Aber wenn man 2.8 hat, ist immer besser als Blende 4. So, was ist jetzt mit dem 70-200? Ja, 70-200 verwende ich wirklich gern. Was mich etwas davon abhält, ist eigentlich nur das Gewicht. Das heißt, ich überlege mir immer zweimal, ob ich es mitnehme und ob ich es an dem Tag auch brauche und ob ich da mehr als 10 Bilder damit mache und ob es dadurch sinnvoll ist. Das müsst ihr entscheiden. Also ob ihr das immer mitschleppen wollt oder ob euch vielleicht eine Festbrennweite mit 135 mm 1.8 oder so bietet auch viel Tele, ist auch gut, optisch oft besser und lichtstärker. Da gilt natürlich wieder der alte Spruch, Lichtstärke ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Lichtstärke. Also wenn ihr zum Beispiel gerne Menschen fotografiert, ist der 70-200 eine super Telelösung für alle Arten von Porträts, Menschenfotografie, das wird sehr gern genommen, auch in der Hochzeitsfotografie. Wenn es natürlich darum geht, noch mal ein bisschen mehr Lichtstärke zu haben, noch besser freizustellen,
ein weicheres Bouquet zu haben, dann greife ich persönlich gern zum 135 1.8. Ja, das zum Thema Teleobjektiv für Menschen. So für Natur, für allgemein, wenn ich nicht genau weiß, was für Motive mich erwarten und es Tageslicht ist, dann habe ich dieses 70-200-28 immer gerne mit dabei. Ja, kann ich das Sony jetzt empfehlen? Ja, kann ich empfehlen. Würde ich auch jedem empfehlen, der so nach einer Telelösung sucht. Ich selbst habe meine auch gebraucht gekauft. Das war für mich die richtige Entscheidung. Neu war mir damals, das ist so jetzt 1,5-2 Jahre her, ein bisschen zu heftig. Die 2er-Version von der Linse ist sicherlich nochmal empfehlenswerter, nochmal ein alles besser, aber kostet gute 3.000 Euro. Muss man schon wissen, warum man sie braucht, aber dann ist es sicher eine gute Investition. Eine Frage, die sich noch stellt und die werde ich auch immer wieder konfrontiert, ich habe ja auch ein 200 bis 600 Sony und eben dieses 70-200. Und das ist wirklich ein interessanter Effekt, also das 200 bis 600, das ist nochmal so richtig Tele. Also das ist einmal auch am Vollformat nochmal so richtig Tele, also wirklich, wo ich sage, Dinge, die weit weg sind, heranholen. Das 70-200, klar ist natürlich auch Tele, aber für mich ist 70-200 eher so ein moderates Tele oder ein Tele, das man verwendet zur Menschenfotografie. Also das ist nicht unbedingt ein Tele, wo ich sage, das brauche ich jetzt, um den Steinadler zu fotografieren. So ihr Lieben, das war's mal mit meinem kurzen Fazit zu dem Sony 70-200. Zwei Bitten hätte ich noch. Der eine ist, lasst ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, was hier auf meinem Kanal so passiert. Schaut euch noch um, es gibt glaube ich schon 100 Videos zu den diversesten fotografischen Themen. Wenn euch was speziell interessiert oder wenn ihr Wünsche habt an dem Kanal oder an mich oder Themen, die vielleicht bearbeitet werden sollen, schreibt es mich an oder schreibt es in die Kommentare, ich gehe immer gern darauf ein. Zweite Bitte, die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst, was in Zukunft kommt. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. In dem Sinne wünsche ich immer gut Licht, euer Fototrainer der Christian. Ich werde noch ein bisschen rumgehen, ein bisschen knipsen. Wahrscheinlich blende ich auch noch ein paar Bilder immer so wieder ein. Alles Liebe, euer Christian, der Fototrainer. Servus, tschüss und Baba.